ist jetzt eine Etage höher. Ein Zeller am C. Und kleine Kabine. Scotty, geh mich mal weg. Waschraum und Reinigungsmittel. So Leute, jetzt befinden wir uns in diesem Raum. Moin Moin Leute, heute bin ich wieder mit den Adventure Buddy, den Norman, den Lukas, den Daniel auf Tour. Und heute gucken wir uns mal ein Krankenhaus an. Sieht sehr interessant aus, das ist ein riesengroßes Komplex hier. Und schauen wir mal, ob wir jetzt wieder eine Tür finden. Tja, wie man hier wieder sieht, wir haben schon einen Eingang gefunden. Oh, ist sogar schon OP-Bereich hier, wa? Also wir sind gleich hier in diesem OP-Bereich und hier diese fetten Türen, ey. Wahnsinn. Ja, hier lagen wohl die Patienten auf dem OP-Tisch. Den Patienten bitte richtig rumdrehen. Na gut, Bett fehlt leider. Ich weiß jetzt auch nicht, was direkt. Hier war wohl das Geschirr drauf. Skalpell und sowas, alle Spritze, keine Ahnung. Absauch. Irgendwelche Schläuche, Vakuum, Druckluft. Wahrscheinlich Steckdosen hier alles. Ja, und hier sind wahrscheinlich die Ärzte reingegangen und haben sich vorbereitet. Hände waschen. Hier wahrscheinlich irgendwie so ein Seifenspender. Und dann sind die hier halt eben zum OP-Raum durchgegangen. Den ganz schwer auf. Genau, hier haben wir so ein Gerät noch, wo man halt Röntgenbilder mit angucken kann. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Konnte man halt hier so einklemmen und dann Lichtschalter betätigen und dann, genau. Ah, hier konnte man die verschiedenen Bereiche anrufen. OP1, OP2, OP3, dann kannst du hier OP2 wahrscheinlich. Hallo, hallo, bitte zur OP1 bitte. Dr. Professor Brinkmann bitte. Aufwachraum, wo dann halt die Leute nach der OP reingeschoben worden sind. Kann man auch hier alle bewegen. Alles hin und her schieben hier. Ey, ich dachte erst, das wäre ein Spiegel, aber da drüben steht Felix. Damit zuhöre ich auch hier. Ein Desinfektionsplan, wie man sich die Hände richtig waschen muss, auf womit. Hier waren wahrscheinlich verschiedene Sachen hier. Aber gut, hier sieht man jetzt halt gar nichts mehr. Aber wie gesagt, hier waren wahrscheinlich verschiedene Desinfektionssachen, denke ich mal, und wie man das halt anwendet. Schreibmaschinen hier im Büro, Akten, Schränke, auch wieder so eine Schreibmaschine. Hier war wohl die Notaufnahme, hier sind sie mit dem Krankenwagen halt rückwärts rangefahren und dann konnten sie die halt hier überall verteilen. Ein Schockraum habe ich gerade gehört und da ging es halt weiter zu den Fahrstühlen und dann weiter in die OP-Räume, da wo der Norman gerade rauskommt. Moin, sind Sie wieder gesund? Ja, bestens waren wir hier. Sauber. Was ist denn für ein Backofen hier? Keine Ahnung, was das ist hier. Oha. Sieht so aus wie so die Fango-Masse für Rücken. Fango-Paket oder wie das auch immer schimpft. Wahrscheinlich war hier wohl. Waren die Umkleidekabinen oder so? Nee.
Anmeldung. Ja, hier sieht man das eben halt. Krankengymnastik war hier. Da haben sie wahrscheinlich diese Fangopackung benutzt für den Rücken. Ja, alles solche Räume noch. Achtung, okay. Es geht los beim Röntgen. Fernsehen hier mitten im Raum. Hier ist so ein riesen Röntgenapparat. Ey, ist ja echt heftig, ey. Und wie viel Strom der wahrscheinlich braucht. Der hat hier so einen eigenen Stromverteilerkasten. Ach so, so wie das aussieht, konnte man den halt so noch drehen. Ach so, hier so. Ach, das ist praktisch ein Tisch. Den konntest du halt drehen. Kleine Kabine. Ups. Scotty, beam mich mal weg. Toll, hat nicht funktioniert. Hier sind wir nochmal in so einem Röntgenbereich, ERCP. Das ist für Magenspiegelung und Leber- und Gallenblase. Hier steht noch Monitor und dann hier wurde das dann halt durchgeführt. Genau, dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir wohl die Küche entdeckt. Da, wo der Norman gerade steht, war wohl mal Küche, vermuten wir. Hier ist wohl auch so ein kleiner Raum hier, so ein Aufenthaltsraum oder so. Schön mit Gardinchen hier. Ja, das sieht doch ganz stark nach Küche aus, genau. Hier warme Warmhaltebehälter. Achso, hier sind auch solche Jalousien für eine Cafeteria, denke ich mal. Ja, wird wohl eine Cafeteria gewesen sein, Speisesaal. Muss aber ganz schön Kraft haben. Oh. So, wollen wir mal einen Dampf auf den Kessel geben hier, wa? Wollen wir mal ein Krankenhaus wieder in Betrieb nehmen hier? Und? Kommt was? Oh ja, geht schon hoch, wa? Dülde. Ja, Hausmeister, Betz Vorbecks hier. Ja, ich habe Kesseldruck 2 aufgedreht. Ja, okay. Waschraum und Reinigungsmittel war hier. Sieht man auch hier wieder so ein Waschplan hier. Oh, hier musst du Augenschutz tragen. Hier kam die Wäsche mit dem Fahrstuhl runter und dann haben sie die in den verschiedenen Räumen halt verteilt. Hier zum Beispiel kommt Sondermüll hin. Oh. Nur Totenkopf. Zytostatika. So Leute, jetzt befinden wir uns in diesem Raum. Kein schöner Ort. Ihr wisst, glaube ich, alle, was das ist. Das muss ich ja jetzt ja nicht erklären. Wir hatten auch hier was gefunden. Das werde ich aber auch zensieren. Ein Zettel am C. Da steht auch drauf, ich kann euch das mal vorlesen. Ewald heißt er, 88 Jahre alt. Oder ist 88 Jahre alt geworden. Und steht da noch? Ja, Aufnahmedatum. Der wurde am 9.09.2010. wahrscheinlich hier eingeliefert oder ist hier im Krankenhaus verstorben. Und dann habe ich gerade auch noch entdeckt, hier gibt es noch einen Kühlraum.
für die Leichen. Vorne haben die halt aufbewahrt. Ja, das ist immer ein trauriges Thema, so wie ich die Tür zumache. Das Leben geht irgendwann mal vorbei. Jetzt hatte ich hier noch gefunden, hier ist so der Ablauf. Das konnte man halt hier mit Regeln auf und zu. Aber mehr muss ich ja nicht erklären. Da tut nicht Not, ich gehe hier mal wieder raus und guck mal weiter. Wir befinden uns jetzt eine Etage höher. Hier sind Patientenzimmer. Hier, glaube ich, 1, 2, 3 standen 3 Betten. Geilen Ausblick gehabt, ey. Jetzt haben wir die letzte Station erreicht und jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir aufs Dach kommen und schöne Panoramabilder machen. Oh, Achtung, Tür. Oh, ich sehe hier gerade, der ist eingesperrt hier. Alter, macht lustig. Raus an die frische Luft. Ah, oh, geil. Guckt euch das an. So, das war's vom Video. Wir haben das Dach erreicht und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert mich, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal und genießt noch ein bisschen die Aussicht. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. So, jetzt Abmarsch und jetzt ganz schnell da unten. Das haben wir hier eben auf dem Balkon gesehen. Jetzt geht's ein bisschen zügig. Hopp, 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 hopp. Runter geht ja immer schneller als hoch, ne? Hm.